Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum letzten Wortwechsel in diesem Jahr, Wortwechsel Nummer 22. Wir haben mit unseren Gästen haben das versucht zu planen und es scheint ein bisschen, schon ein bisschen Dezember-Hektik zu sein. Auf jeden Fall sind wir jetzt zwei, seht ihr unsere drei Gesichter. Stefanie Gartemann von Mathe Binterlaken. Hallo Stefanie. Hallo Tom. Jura-Studentin, sie ist daheim in Mathe, studiert zwischen in Bern. Und sie haben wir angekündigt in unserem Wortwechsel. Dann seht ihr im anderen Viereck wieder Luzi Stamm von Baden. Hallo Luzi. Es freut mich dabei zu sein. Salut miteinander. Luzi ist ziemlich spontan eingesprungen, sozusagen in der letzten Minute hat er sich gerade eingeklickt. Wir hatten noch den Nicola Sitta von London. Er schreibt uns, es ist mir jetzt leider doch nicht möglich und er wäre sehr gerne dabei gewesen. Es redet ihm immer das Vergnügen dabei zu sein. Wir werden ihn sicher nächstes Jahr wieder sehen. Und vielleicht haben wir noch eine Überraschung direkt aus dem Bundeshaus. Der Lukas Reimann sich einklicken. Er hat die ganzen Verbindungen, er ist aber in Session noch. Die geht ja noch bis morgen und heute zum Beispiel geht sie noch bis 19 Uhr und vielleicht schleicht er sich da irgendwann raus und gibt uns ein paar Minuten so einen kurzen Flash aus dem Bundeshaus. Mal schauen, ob es klappt. Ja, ich möchte das mal am Anfang vom Wortwechsel mal kurz noch erwähnen. Wir haben immer wieder E-Mails, die uns erreichen. Übrigens, die E-Mail-Adresse ist wortwechsel@alms.ch. Ihr könnt auf dieser E-Mail-Adresse permanent irgendwelche Sachen uns mailen, die mit der Schweizer Eigenständigkeit, der Schweizer Freiheit, direkter Demokratie, Neutralität zu tun haben. Ich möchte das eben so erwähnen, dass wir ab und zu Mails, wo Leute sagen, ja, wie hat es denn eigentlich die Alms mit Restaurant besuchen, die nicht möglich sind für Nicht-Geimpfte und wer kein Zertifikat hat, wird diskriminiert und so. Und da hat die Alms als solche, der Vorstand, hat da nicht eine Meinung, wo wir sagen, wir vertreten die Meinung, das ist der Alms wichtig. Zu diesem Thema ist es sogar so, dass die Alms sagt, wir uns nicht gross äußern, weil es hat sehr, sehr, sehr viele Alms-Mitglieder, die die eine Meinung haben in diesem Thema und sehr, sehr viele Alms-Mitglieder, die komplett die andere Meinung haben. Und beide Gruppen können für das Thema Freiheit und direkte Demokratie und Neutralität sein und so. Und das wäre eine Diskussion, die schon interessant wäre, aber sie würde wahrscheinlich nie enden. Darum haben wir jetzt zum Beispiel gerade im Wortwechsel haben wir gesagt, bei uns kein Thema. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch sehr richtig, wie fast schizophren die Thematik behandelt wird, ist für mich immer im Sport ersichtlich gewesen, wo die Italiener Fußball-Europameister geworden sind. Absolut vollpacktes Stadion in Wembley in England. Sechs Tage später hat die Olympiade in Tokio angefangen, nicht ein Besucher. Dann habe ich mir gesagt, es hat keinen Wert mehr darüber zu reden. Es gibt offenbar verschiedene Meinungen. Genau, es gibt sehr verschiedene Meinungen und jetzt ich persönlich versuche mich gar nicht zu fest verrückt zu machen zu diesem Thema, in welche Richtung auch immer. Und wir hier im Wortwechsel haben wir Themen, die uns auch betreffen und wir steigen gerade frontal ein. Wir haben Stefanie Gartemann, die sich richtig, richtig nervt, dass die Schweiz einfach Milliarden von Franken der EU soll überschieben. Ja, Stefanie? Richtig, aber es bin nicht nur ich. Wir haben es ja im letzten Wortwechsel schon mal angesprochen. Wir haben ja eine neue Organisation gegründet, die ESIP heisst. Das ist die Abkürzung für Europa und Sicherheitspolitik. Und wir sind da ein paar Junge, die das alle zusammen so ein bisschen sehen, dass das nicht so die optimale Lösung ist für die Schweiz und die Beziehungen. Wie viele Junge seid ihr da? Wir sind im Moment 5. Es ist noch eine kleine Gruppe. Also so, die 5 sind so im Moment die, die auch, jetzt eben auch an diesem Projekt, wo wir dann noch darauf sprechen können, mitarbeiten.
aber wir sind auch dran, stetig uns zu vergrössern. Und wir sind natürlich, das Projekt ist jetzt natürlich gleichzeitig so mit der Gründung gekommen. Also es läuft einerseits all das Administrative, was gemacht muss werden, auch das Juristische, wenn man einen Verein gründet und so. Und parallel läuft auch das Projekt. Das ist eine kleine Herausforderung, aber es ist auch eine sehr spannende Aufgabe, die wir da im Moment haben. Ist das, das ist ein Verein, den ihr nicht gründet, nehme ich an. Juristische, genau. Ja. Genau. Und der Zweck des Vereins, kannst du das gerade auswendig? Nein, ja, nein, auswendig kann ich nicht. Aber ich glaube, der Name selber beschreibt es eigentlich schon sehr gut. Es geht um die Europapolitik. Wir möchten dort eine Schweiz, die global vernetzt ist, die handeln kann, die gute partnerschaftliche Beziehungen hat, aber auf Augenhöhe, nicht mit Erpressungen. Und wir möchten auch die Souveränität und Neutralität der Schweiz natürlich wahren. In Bezug auf die EU, also natürlich kein EU-Beitritt. Und in Bezug auf die Sicherheit, das ist, geht ein bisschen Hand in Hand. Eine starke Sicherheit, eine starke Armee, die eben in Krisenfällen, wie zum Beispiel so innerkrislichen Sachen, wie zum Beispiel das Corona, parat ist, um zu helfen, das, was ja eigentlich ihre Aufgabe ist. Genau, so ein bisschen in diese Richtung. Sind die fünf Leute, sind die alle irgendwo bei der Uni Bern, dort, wo du studierst, umeinander? Oder von wo sind die? Nein, wir sind recht kantonal unterwegs, also außerkantonal, sage ich jetzt mal. Ich bin die Einzige von Bern. Wir haben jemanden vom Aargau, jemanden von der Schweiz und zwei von St. Gallen. Genau. Und ihr habt noch schon persönlich getroffen? Ja, schon ein paar Mal. Wir haben eigentlich regelmässig Sitzungen, wegen etwas ansteht und wir Zeit haben. Im Moment ist es auch ein schwierig, weil alle so ein bisschen in der Prüfungsphase sind oder voll im Arbeiten drin, weil das Geschäft noch die letzten Aufträge muss fertig machen vor den Festtagen. Aber ja. Okay. Ja, im Dezember sind Prioritäten immer sehr fokussiert, das stimmt. Du hast eine Prüfung, du hast Zwischenprüfung, verstehe ich das richtig? Ja, genau. So als Weihnachtsgeschenk, oder? Genau. Es ist am 3. Januar, ist das so ein bisschen, es hat meine Begeisterung im Raum, aber es ist jetzt, es ist. Wenn man sich gut vorbereitet vorher, muss man nicht so viel Festtage machen, ist ein bisschen Disziplin, die man halt muss an den Tag legen. Und Thema von dieser Prüfung? Fremde Wörter jetzt? Theoretische Grundlagen heisst das Fach. Das ist ein Fach, das wir haben können wählen aus drei: Römischrecht, Rechtsgeschichte und theoretische Grundlagen. Und im Moment ist es vor allem um die Verfassungsgeschichte gegangen, die Entwicklungen der Französischen Revolution, die Entwicklung der Amerikanischen Revolution, Haiti, die auch sehr spannende Geschichte hat, und dann auch der soziale Wandel, Reformen, Revolutionen, so ein bisschen auch das Staatenbildung, die verschiedenen Theorien, die es halt gibt, die haben wir alle so ein bisschen angeschaut. Also sehr ein spannendes Thema, wo auch sehr viel hilft im politischen Wesen. Man versteht viele Prozesse auch ein bisschen näher oder kann ein bisschen in den Abgrund, sage ich jetzt mal, hineinschauen. Genau. Mhm. Jetzt in diesem Verein ESIP hat er ja eigentlich etwas Grosses vor. Was? Deshalb? Genau. Wir haben ja im letzten Wortwechsel schon ein bisschen angetan. Wir prüfen im Moment die Initiativen wegen der Kohäsionsmilliarden. Das hat seinen Ursprung eigentlich im September, in der letzten Session, wo ja die Kohäsionsmilliarden gesprochen worden ist vom National- und Ständerat. Und wir haben das lange überlegt, ob wir wirklich eine Initiative machen wollen, weil wir sie ja so als Verein wirklich noch in den Kinderschuhen am Aufbau, und ob das eine gescheite Idee ist, hat man sich dann gefragt. Wir sind aber nachher auf die Downs zugegangen, gefragt, ja, wäre das so ein Thema, wo man sich vielleicht gegenseitig könnte unterstützen könnte. Und das ist, glaube ich, auf grosses Wohlwollen gefallen, gell, Luzi? Und ja. Genau, da sind wir jetzt dran. Wir haben jetzt schon die ersten juristischen Abklärungen gemacht. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorgestellt hat. Aber es ist ein riesiger Lernprozess. Es sind ganz viele Sachen, die man muss beachten. Ja. Hast du noch mehr in dieser Gruppe, die Jus studieren oder Juristen sind? Wir haben einen, der jetzt noch im Gimmer ist, der nachher auch Wirtschaft und Recht studieren geht, aber der Rest ist nicht juristisch. Und das ist auch gut. Ja. Dann gehst du den Luzi fragen, wenn du irgendeine offene Frage hast, oder? Genau. Wir haben aber auch noch andere Juristen mal beizogen, die vielleicht nicht so den politischen
das politisch auch so ein bisschen aus dem Bild lassen, wo man einfach juristische Abklärungen macht. Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt möglich? Es gibt ja zum Beispiel ein Osthilfegesetz, wo ja das Ganze geregelt ist, die Milliarden, und das läuft ja im 2024 aus. Mhm. Und da ist ja auch ein bisschen die Frage, da muss ja natürlich der National- und Ständerat muss ein neues Gesetz erlassen, das nicht so weitere gesetzliche Grundlagen hat, die zukünftigen Zahlungen. Und da sind wir dann sehr gespannt, was da kommt. Und das sind natürlich auch jetzt wieder eine politische Überlegung, wird man dann gescheiter dort das Referendum ergreifen? Das wird wahrscheinlich ein fakultatives geben, wenn es dann kommt. Oder tut man mit der Initiative Druck ausüben und tut schon weit die Lösung vorwegnehmen? Und die Lösung, das ist, wir sitzen im Moment auf verschiedenen Lösungswegen, ein bisschen zweigleisig am Fahren, sage ich jetzt mal, weil es natürlich die Frage, möchten wir solche Zahlungen ganz verbieten, so regelmäßige Zahlungen, aber das bedeutet natürlich nachher, dass die Schweiz keine Zahlungen mehr an europäische Staaten kann machen und das ist natürlich auch sehr, sehr einschneidend natürlich. Und andererseits ist die Frage, ob man eben die regelmäßigen Zahlungen wird die begrenzt auf einen gewissen Betrag und dass sie ab dann vor das Volk müssen, also vor das Volk und das Stände mehr. Also ihr macht euch Gedanken, was wäre wenn oder welche Option oder was. Wir wollen nicht einfach nur sagen nein, 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 sondern wir wollen ja auch uns überlegen, ja, was wäre denn schlau. Und der Lutz hat, glaube ich, gut die Lösung schon, gell? Die ist gut gecheckt. Nein, also viel, was ich jetzt gehört habe von ihr, ist für mich neu. Und ich kann nur sagen, Hut ab vor dem Einsatz und ich möchte euch den Rücken stark machen. Wir brauchen die Jungen, wir brauchen die Frauen und machen, machen, machen. Also das Thema, gerade mit der Kohäsionsmilliarde, ist für mich fast so etwas wie ein parteiübergreifendes Thema. Also ich muss sagen, im Vorhang gesagt, bei Corona gibt es zwei Meinungen, aber betreffend Kohäsionsmilliarden hätte ich jetzt Selbstvertrauen zu sagen, es gibt ja fast nicht zwei Meinungen. Jeder, den ich frage, würdest du der EU Milliarden zahlen, und jetzt kommt das Wichtige, ohne Gegenleistung, sagt ja jeder, spinnst denn du eigentlich? Und ich frage mich, wie das möglich ist, dass Bundesbern auf die EU zugeht oder gegangen ist und sagt, wir zahlen wieder eine Milliarde. Abgesehen davon hat es ja eine relativ starke Minderheit in der Außenpolitischen Kommission, sogar eine Mehrheit gegeben, die gerade nochmal aufstocken wollte. Das ist ja nachgerade krank. Und an die jungen Leute möchte ich jetzt sagen, das ist eine von der ganz wenigen, ganz schönen Seiten, die ich verbringen durfte im Parlament. Ich bin Mitglied von der Spezialkommission gesehen. Das heißt Bundesverfassung. Das ist eigentlich, wenn man so will, die Urausgabe der Bundesverfassung. Und da vorne sind die 50 Mitglieder gesehen von denen, wo die Verfassung zweigestiefelt haben. Ich bin zwar im Gesamten gesehen gegen die Revision gesehen und hat gegen die Revision gestimmt. Aber es war interessant, zu schauen, wie ist der Aufbau, wie hat man die alte Verfassung in die neue übertragen. Und ich schließe mit der Bemerkung, in einem gewissen Sinn sind wir ja brandschwarz angeschaut worden. Es hat nämlich geheißen, es sei nur eine Nachführung der alten Verfassung. Und kaum ist sie dann da gewesen, hat es gesagt, ja, das sind dann noch das und das und das neu zusammengefasst. Wenn ihr da etwas reinbringen wollt gegen die Kohäsionsmilliarden, alle Juristen kochen nur mit Wasser. Und so viel wie die angeblichen Spezialisten, weiss ich auch noch, dann müssen wir einfach zusammensitzen, dass wir es gut formulieren. Wenn wir das gut formulieren, können wir mit der Volksinitiative. Luzi, darf ich schnell schauen? Das ist ja ein richtiges Buch. Ha. Ja. Die Bundesverfassung, die ich habe, ist so ein Heftchen. Ja, also da ist der Text ist drin und dann ist, also sind auch die verschiedenen Sprachen sind okay. Drin. Ja. Und es hat dann noch ein einführendes Wort. Also so gesehen ist es für mich ein schönes Dokument. Aber eigentlich ist die Hauptsache, dass es so dick ist, dass es in allen Sprachen drin ist. Ja, genau. Okay. Ja.
Ja, liebes Publikum, ihr könnt jederzeit Bundesverfassung anfordern. Das Band, ich schicke euch das gratis zu. Also wir Eidgenössen, wir dürfen ja wohl unsere Verfassung haben. Wenn ihr mal in Bern seid, habt ihr im Zeitglocke, oder im anderen Turm. Oh, Blackout. Ja, im Käfiturm hat es doch so eine Eidgenossenschaft, so ein Permanenz. Eine Mini-Ausstellung meistens und ein Büro und so Zeitschriftenordner. Und dort kann man sich auch bedienen. Also macht das, weil statt immer nur Glückspost lesen, könnte man mal Bundesverfassung lesen. Das tut gut, tut gut. Ja, Stefanie, für die Initiative, habt ihr da so einen groben Fahrplan? Ja, wir hocken jetzt im Januar nochmal zusammen. Und möchte uns eigentlich entscheiden, eben, weil wir jetzt die verschiedenen Optionen haben, in welche Richtung das wir möchten gehen. Und nachher müssen wir eben nochmal an die Überarbeitung von diesen Texten, also schreiben. Und dann, das werden wir eigentlich im Februar dann irgendwann mal haben. Und dann muss das natürlich entsprechend nochmal den Personen vorgelegt werden. Ist das etwas, wo man gerne damit gehen will, wo man dahinter stehen kann. Irgendwie so. Oder eben ist zu überlegen, ob man dann gleich ein Referendum will ergreifen, wenn dann das Osthilfegesetz kommt, was ja auf 100% in irgendeiner Form irgendwie muss kommen, damit zukünftige Kohäsionsmilliarden überhaupt gezahlt werden können. Ob denn das vielleicht das Gescheiter ist. Entschuldigung, dass ich da reinhaue. Ich begrüße das und ich würde den Rücken stark machen, möglichst stark beschleunigen, weil es geht bekanntlich, anderthalb Jahre hat man Zeit, um die Unterschriften zu sammeln, dann geht es 2 Jahre, bis es umgesetzt wird, es geht sowieso 4 Jahre, bis man überhaupt nur ein Resultat hätte, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt. Wenn es im Parlament ja nicht ganz passt, wie man es formulieren, können Sie das ein bisschen anpassen oder können einen Gegenvorschlag machen. Aber mir scheint, und das ist meine Meldung an Stefanie, mir scheint es enorm wichtig, dass man das bereits im Februar oder März oder weiss ich wann bringt, weil im Moment, wo Sie das Bundesbern merken, da sammelt jemand wirklich. In dem Moment bekommen Sie Angst. In dem Moment werden Sie nicht mehr wagen, das Zeug reinzujagen. Und der neueste Trick, den das Bundesbär ja immer bringen, ist weg mit einem Referendum. Oder dass sie es in irgendeinen Beschluss reinpacken, dass du kein fakultatives Referendum hast. Aber wenn sie spüren, der Druck von einer Volksinitiative ist da, das bremst sie am stärksten. Und ich als Werber gebe mir noch durch den Kopf so, ihr habt sehr eine einfache Botschaft, da ist eigentlich kein Erklärungsbedarf. Null. Es ist klar, was ihr wollt sagen, oder? Und es wird sich jeder in der Schweiz innerhalb von einer Sekunde können sagen, ja oder nein, wahrscheinlich. Also, wollen wir hören mit dem oder wollen wir weiterfahren mit dem? Ja, wir wollen aufhören mit dem. Das wird, also in dem Sinn ist es nicht eine komplexe Materie, aber ich freue mich auch, das zu hören, und ich mache noch Mut. Ich nehme an, irgendwann mal kann man dann im Internet etwas lesen von eurem Grüppli, wie ihr vorwärts kommt und so. Genau. Und dann werden wir alle auch nachher nicht nur sagen, euch so mündlich auf die Schulter klopfen, gut macht ihr das, sondern vielleicht auch ein paar Zeichen durchgeben, dass ihr seht, wir stehen hinter euch und so. Das finde ich gut. Merci. Ja, Oh, im Wortwechsel bist du wieder vielleicht mal oder über die Website von Auns wird das sicher dann mal kommuniziert werden. Also das hören wir alle. Ja. Genau. Ja, vom Walter und Roland Dicht habe ich einen Kommentar. Er schreibt, der Herr Schwab vom WEF möchte ja da den grossen Reset. Und das ist eigentlich, da drin ist irgendwie auch eine Enteignung der Leute, oder? Und letztlich ist das so ein Abbau von Freiheit. Was denkt Auns, die Verantwortlichen der Auns, gegen die Idee vom Herrn Schwab, und ist allenfalls etwas vorgesehen gegen diese Drohungen vom Herrn Schwab? Und da ist mir als
für die Allens in der Online-Werbung tätig, ist mir nicht bekannt, dass man jetzt explizit Herrn Schwab eine Antwort hätte gegeben. Indirekt geht es ja schon um das Wort Freiheit, um das Thema Allens und Freiheit. Und wir haben ja auch schon im Wortwechsel hier über das Thema Globalismus geredet und Freiheitseinschränkung im grösseren Rahmen weltweit. Aber Downs hat in dem Sinn nicht ein offizielles irgendwie ein Kommuniqué oder so, wo sie das tut behandeln. Ich werde aber gleich noch bei dem WEF bleiben hängen, weil unser Bundesrat aus dem Tessin ist ja in Brüssel gewesen und irgendwie ist er zurückgekommen mit der Anforderung, tut uns dann bitte bis zum WEF, also bis in Davos, das ist Mitte, Ende Januar, tut uns bitte 17. bis 21. Januar, WEF in Davos. Bis dann, liebe Schweiz, möchten wir von der EU eine Antwort haben. Wie ihr jetzt das möchtet machen, eigentlich möchten wir einfach den Rahmenvertrag jetzt gleich haben von euch. Und das ist für mich ist einfach mal interessant gewesen. Luzi, hast du das ein bisschen verfolgt? Der Besuch von Bundesrat Gassi sitzt da in Brüssel vor ein paar Wochen. Ja, das habe ich engstens verfolgt. Also ich tue dazwischen schieben, der Auftritt von Guy Parmelin, also der berühmte Auftritt, wo er gesagt hat, Abbruch, der ist nur bewundernswert. Also auch mit der ganzen Körpersprache, wie der gesagt hat, es kommt nicht in Frage. Jetzt, wenn der Gassis geht und sagt, wir wollen weiterreden, da habe ich nichts dagegen, wenn man darüber redet. Ich will auch den Schwab WEF nicht gross machen, respektive nicht stark kommentieren, was einfach auf gar keinen Fall in Frage kommt, sind Machtkonzentrationen. Und wenn WEF, Schwab oder wer auch immer Machtkonzentrationen will, wo wir uns etwas unterwerfen, dort müssen wir auf die Hinterbeine. Es geht ja immer um das. Wenn man von einem Reset redet, wie der Gassis auch gesagt hat, als er das Amt angetreten hat, dann kann der Reset nur darin bestehen, wir uns den Regeln von Brüssel nicht unterwerfen. Es kommt überhaupt nicht in Frage, ein Automatismus, eine automatische Anpassung ans Recht kommt überhaupt nicht in Frage. Und manchmal freue ich mich auch, dass Leute wie Tierschützer oder Lärmschützer oder wer auch immer sehen, wenn wir Brüssel unterworfen sind, haben wir keine Chance mehr. Dann können wir nicht mehr uns dagegen wehren, wenn Tiere tageweise mit Lastwagen durch Europa gekarrt werden. Es geht immer darum, ob die Schweizer Recht angepasst werden und das Brüssel. Und das kommt nicht in Frage und schon gar nicht, wenn es eine Wirtschaftsorganisation macht, ob sie den Schwab heisst, WEF oder wie auch immer. Es ist eine komische Ebene, oder dort mit dem Herrn Schwab und seinem Buch und seinem Great Reset und so. Es ist irgendeine komische Ebene, die reinkommt und wir müssen skeptisch sein. Das ist ganz sicher so. Ich finde es noch gut, dass damals der amerikanische Präsident und so weiter, der Clinton ist dort gewesen, das ist der Trump dort gewesen und so weiter, dass der ein Forum hat, wo alle auftreten. Ja. Da ist nichts dagegen. Ich finde auch, genau, zusammen reden, immer gut, genau. Lass mal, Luzi, der Lukas, oh Wunder, hat es geschafft. Genial. Er ist direkt aus dem Bundeshaus, aus der Session, die noch jetzt bis eigentlich noch eine Stunde lang geht. Und jetzt hat er sich da davon geschlichen. Hallo, Lukas, du bist gerade dich am Verbinden, gell? Und der wird uns auch ein paar Minuten können, direkt aus dem Bundeshaus. Bis er verbunden ist, soll es Frau Gartenmann noch einen Kommentar haben. Okay. Hat jemand von euch das Buch gelesen vom Herrn Schwab? Great Reset. Ich auch nicht. Ja. Lukas? Bist du schon dabei? Also von bloßem Auge gesehen, aber die Ohren wollen noch gerade nicht. Ja. Ich glaube, er hat Ignorung. Du musst das Mikrofon noch anschalten, Lukas.
Luzi, ich könnte, etwas nimmt mich noch wundern. Also alle reden immer von EU, wir müssen bei der EU schauen, dass wir gut drin sind. Und wir haben doch auch noch mit Interesse oder direkte Kontaktlinien in die USA und mit den Chinesen. Mercosur habe ich mir aufgeschrieben, unsere südamerikanischen Staaten, Indien, Fernost. Weißt du, also sind unsere Schweizer Diplomaten halt jetzt im wortwörtlichen Sinn bilateral mit diesen einzelnen Staaten am Abkommen machen? Weil das wäre doch jetzt eigentlich, man könnte einfach die EU mal ein bisschen warten. Und ja, gerade also, mit Ost, mit den östlichen Ländern, oder? Aufstrebend China und so. Ja, also nicht speziell. Es hat ja die Phase gegeben, wo die Schweiz, das wäre wunderschön gewesen, in einem gewissen Sinne ein Freihandelsabkommen mit den Amerikanern gemacht hätte. Oder dann ist einmal zur Diskussion gestanden mit Südamerika. Dort müssen wir einfach dringend schauen, dass man keinen Landwirtschaftsfreihandel hat. Weil im Moment, wo man das machen würde, wäre die Schweiz kaputt. Wenn zum Beispiel frei könntest südamerikanische Fleisch importieren. Aber ich bin froh, dass sie wenigstens noch Kontakt mit allen haben. So gesehen habe ich auch die Reise vom Gast Richtung Osten, Stichwort China, begrüßt. Und es wäre ja eine absolute Katastrophe, wenn die Schweiz auf die Idee gekommen wäre, die Olympischen Spiele zu boykottieren. Ja, das, der Sport muss immer herhaben. Die Spitzathleten sind immer ein bisschen... Die, ja, Lukas, man hört schon ein bisschen ein Rauschen. Und das klingt. Ich höre euch. Ja, wir hören dich. Sehr gut. Perfekt. Hallo Lukas. Hallo. Hallo zusammen. Hast du dich für ein paar Minuten rausschleichen und willst nachher nicht mehr wieder gehen, gell? Nochmal. Das Problem ist, ich habe gerade zwei Vorstellungen von mir. Der eine war jetzt gerade am Reden, zum Doppelbürgerrecht abschaffen. Und der andere zum Hamas verbieten als islamistische, terroristische Organisation. Der kommt jetzt dann gerade. Ja, willst du wieder gehen? Ja. Läuft es gut für die AUNS, für die Themen von der AUNS? Also in dieser Session, muss ich sagen, sind jetzt nicht mehr so viele außenpolitische Themen gewesen. Ist natürlich, im Zentrum ist Covid gestanden, die AHV-Stabilisierung. Heute haben wir den ganzen Nachmittag über ein Velo-Weg-Gesetz geredet, was Gott sei Dank auch nicht relevant ist für die AUNS. Aber jetzt so wirklich außenpolitische Themen sind nicht mehr so gross auf dem Parkett gewesen. Und der von der Hamas, du wirst was vorschlagen? Was ist die Abstimmungsfrage? Also ich schlage vor, dass wir haben so ein Gesetz, das schon die Al-Qaida und den Islamischen Staat verbietet und dass wir dort als weitere Organisation die Gruppierung Hamas wird aufnehmen. Wird die Hamas das zur Kenntnis nehmen? Also der Vorstoß an sich nicht. Ich würde aber sagen, wenn es Mehrheit gibt, dann schon, weil die Schweiz natürlich schon eine wichtige Rolle spielt. Das ist das einzige Land in Europa, wo die Hamas nicht verboten ist. Und ist damit natürlich auch ein bisschen zu einer Dreischiebe geworden für Islamisten und die Hintergrundhandlungen, teilweise auch mit Geldwäscherei zu tun. Okay, aber, dann werden sie es durchaus zu erkennen. Also sie werden... Wenn es durchkommt, ja, haben sie das Problem in der Schweiz. Und, ja, und dann schließen wir morgen noch ab, gell? Session. Genau. Und gibt es da noch irgendwelche wichtigen Schlussabstimmungen? Also Strafrahmenharmonisierung haben wir, wo wir massive Verschärfungen zum Strafrecht haben wollen. Da sind wir aber nur teilweise durchgekommen und jetzt diskutieren wir recht heftig intern, ob wir jetzt sollen ablehnen oder nicht. Weil die Linken tun sich wahrscheinlich ablehnen, weil sie finden, es wird schärfer und wir finden, es wird zu wenig scharf. Und jetzt ist die Frage, sollen wir jetzt morgen quasi zustimmen, in die Wahl gehen und dann gibt es eine Mehrheit. Obwohl wir bis jetzt immer für ablehnen geredet haben. Aber ja, das ist jetzt noch offen. Taktik, gell? Was willst du dem Publikum vom Wortwechsel noch sagen zu Weihnachten, Lukas? Also, tut mir leid, dass ich da jedes Mal irgendwie so ein bisschen abgepasst bin. Super, bist du da. Sehr schön, bist du da. Wir sind froh. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Festtag und
Und erholsame Weihnachtstage. Ich hoffe, die können wir wirklich im Rahmen von der Familie feiern. Und es gibt jetzt da noch weitere Einschränkungen, wie sich gewisse Leute halt zu Bern andenken. Ich gehöre aber nicht zu denen. Und ja, ich glaube, wir leben die spannenden, umbrüchigen Zeiten. Aber das muss nicht heißen, dass wir in Zeiten vom Niedergang leben, sondern es kann durchaus auch heißen, dass es Chancen ist in Zukunft. Ja, das ist schön. Ein positives, optimistisches Schlusswort von dir, Lukas. Wir bleiben noch dran, wir drei. Und du kannst gerne wieder ausklinken. Ich bin dir sehr dankbar, Lukas. Hast dich kurz eingeklickt und wir sind live im Bundeshaus gewesen. Merci vielmals. Nein, danke euch allen und dir, Tom, ein riesen Kompliment. Du machst dich schon besser als jeder SF-Kommentator. Ja, ist gut. Okay. Moll und viel Erfolg gegen Thomas, sagen wir es mal so. Ja. Ciao, Mission. Ciao, Lukas, danke. Also, liebes Publikum, genau so haben wir es uns vorgestellt. Man hat gesehen, Lukas ist gerade ein bisschen im Druck, im Stress und trotzdem hat er da sein Laptop gepackt und hat sich schnell eingeklickt und es hat sogar geklappt, technisch. Ja, schön, freue mich. Ja, zurück zu uns. Also wir haben vom neuen Verein ESIP gehört, der die Kohäsionsmilliarden wird bekämpfen. Ich habe vorhin realisiert, es geht satte 4 Jahre, bis die das vielleicht mal vor uns sind. Ich meine, da haben wir ja jedes Jahr 1,3 Milliarden abgedrückt, oder was? Oder wird jedes Jahr im Herbst wieder einfach die Debatte sein in Bern? Und nachher am Schluss drückt man es halt gleich ab. Was läuft jetzt genau in den nächsten Jahren mit diesen 1,3 Milliarden? Also 4 Jahre, Luzi, du hast doch gemeint, bis es dann umgesetzt wird, oder? Wenn es würde angenommen werden. Bis es hochkommt. Ja, also du brauchst ja zum Sammeln. Und du, genau. Normalerweise wird die 18 Monate ausgeschöpft. Und dann, bis es durch das Parlament ist, dann hast du ja so und so Zeit, und dann geht es zu Sessionen. Wenn sie einen Gegenvorschlag bringen, geht es sogar noch länger. Aber bis es dann in Kraft ist, bis es umgesetzt ist, geht es 4 Jahre. Ja, ja. Genau. Nehmen wir mal an, Volk, die Schweiz sagt sicher nicht. Also die Schweiz sagt nein. Ja. Ja, ich habe noch... Noch zum Thema vorher. Frage mich schon länger, wenn die Schweiz mit der EU ja auch nicht in Eile ist, das haben wir vom Lukas auch schon gehört, wir sind nicht in Eile, wir müssen da nicht bis zum WEF irgendeine Antwort bringen. Wir können im WEF einfach hergehen und sagen, wir haben keine Antwort. Was passiert mit anderen Wirtschaftsräumen? Dort sind wir noch so ein bisschen gewesen. Mercosur, Fernost. Da passiert etwas. Der Bundesrat Gassis ist in Japan. Hilf mir schnell, Luzi. Wo war er? Indonesien? In Japan? In China, oder? In China war er. Okay. Ja, das, ja. Weil dort fragen wir auch, ich meine, wir können ja mit diesen Wirtschaftsräumen, die aufstreben, und vielleicht ist die EU eben ein Wirtschaftsraum, der gar nicht mehr so aufstrebend ist, können wir doch hantieren. Und nachher könnte man die EU einfach länger mal noch warten. Wie seht ihr das? Stefanie, willst du sagen? Also ich, nach meiner Theorie gibt es nicht den geringsten Grund zu pressieren. Es wird ständig der Teufel an die Wand gemalt, aber völlig zu Unrecht. Denn das Thema, wo am meisten Druck gemacht wird in den Zeitungen, ist nach meiner Einschätzung das Horizon-Zeug. Das bedeutet ja die Zusammenarbeit in der Forschung. Und da ist meine Standardfrage die folgende. Gesetzt, der Bundesrat hat eine Milliarde und er setzt eine Milliarde ein. Ist die Milliarde effizienter, wenn sie der EU ist und dann bekommst du die und die und die Auftrag angeblich, dass sie das wieder zurückposten? Oder ist es effizienter, wenn jetzt du die Milliarden der Universitäten würdest geben, im PSI, also das ist ja das Paul-Scherrer-Institut,
oder im CERN zu Genf, wenn du aus der ETH würdest gehen, ist denn das nicht effizienter? Also wenn unsere Professoren sagen, es ist effizienter, wenn es die EU ist, verstand ich die Welt nicht mehr. Dann sagen sie auch im Klartext, das ist besser, wenn es denen geben, als wenn es uns geben. Aber also selbst in diesem Thema wären wir nicht im Zeitdruck. Büros in Brüssel sind doch sehr effizient. Nicht? Darf ich lachen? Also, das möchte ich sehen, wenn denn du in einem riesen Bürokratiemonster, dass du dort plötzlich effizienter wärst als in der ETH und im Paul-Scherrer-Institut etc. Das möchte ich dann sehen. Ja, wir sind uns wahrscheinlich dort sehr einig. Oder? Das ist ein Bauchgefühl, das nicht täuscht, dass unser Moloch in Brüssel, da versickert einfach, da versickert Millionen. Irgendwo her, oder? Ja, schrecklich. Ja, wir möchten zum Schluss kommen. Ja noch, das war noch interessant, Mario Gattiker, bekannte Person als Diplomat, er ist noch Staatssekretär, wahrscheinlich jetzt in seinen letzten Tagen irgendwo in Bern diverse Abschiedsaperos am Feiern. Er hat die auch irgendwie verdient. Und er war Staatssekretär für Migration und jetzt hat er einen neuen Job bekommen im EU-Dossier. Und die Medien von Takes Media schreiben, er soll ausloten, welche Anpassungen des Schweizer Rechts an EU-Recht innenpolitisch mehrheitsfähig sind. Also was ist mehrheitsfähig, wenn wir unsere Schweizer Rechtsprechung dann langsam ein bisschen an die EU-Rechtsprechung andocken wollen? Wie weit kann man gehen, dass das Volk noch Ja sagt dazu? Und interessant finde ich das insofern, dass ich mich gefragt habe, was? Das erforschen Sie erst jetzt. Also dieser Frage steigen Sie erst jetzt nach. Wie seht ihr das, ihr beiden Juristen? Ja, wenn ich etwas dazu darf sagen, ich habe zum Beispiel gestern die Ehre gehabt, oder die Freude gehabt, der Herr Ambühl, der ETH-Professor, hat mich empfangen zu einem Gespräch. Ich mache das noch gern, dass ich Leute, die ich weiss, das sind die absoluten Spezialisten, dass ich mit denen rede. Der Herr Jörg Trambühl damals, und jetzige ETH-Professor, der hat ja die bilateralen zwei, dort ist er der Chef, Unterhändler gewesen. Und nachher hat er mit den Amerikanern gefochten, wo die Amerikaner uns unter Druck gesetzt haben. Jetzt mit solchen Leuten zu reden, ist faszinierend. Weil die können einem sagen, ich schätze es so und so und so ein. Man muss aber auch immer im Hinterkopf haben, die damalige Schweizer Elite hat absolut richtig Brüssel wollen. Absolut. Oder also, wenn sie in der damaligen Zeit alles daran gesetzt haben, damit wir den Automatismus haben, respektive damit wir die EU-Recht übernehmen, ist ja das nicht einfach denen ihre persönliche Meinung gewesen, sondern sie haben den Befehl bekommen. Oder, und wir müssen solche Leute wie im Herr Gattiker und im Herr Ambühl sagen, alles gut und recht, aber wenn ihr mit denen ausloten wollt, lotet gefälligst etwas aus, wo wir nicht automatisch müssen übernehmen müssen, wo es keinen Automatismus gibt. Wie würdest du, Stefanie, wie würdest du vorgehen, wenn du ein Projekt arbeitest, Stefanie Gartemann, tut bitte ausloten, wie weit wir gehen können gegenüber der EU, also im Sinn von eines Andockens an die EU. Bitte ausloten, wie weit wir gehen können, dass die Schweiz noch Ja sagt, das Schweizer Volk. Wie würdest du da vorgehen? Sehr, sehr eine schwierige Frage. Aber ich denke, man müsste sicher auch den Puls der Schweizer Bevölkerung, oder? Wie viel ist man bereit abzugeben? Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht der Bevölkerung vorbei politisiert, weil
das Volk ist schlussendlich das, was dann darf, muss ausbaden und was auch zu spüren bekommt. Dann würde ich sicher da, ich weiß nicht, der Bund hat ja da genug Möglichkeiten, das herauszufinden. Wenn nicht er die Möglichkeiten hat, dann hat es ja niemand, oder? Ich denke, das ist sicher sehr, sehr wichtig und auch wahrscheinlich müssen wir dem Volk schmackhaft machen, was das für Vorteile würde bringen. Ich sehe jetzt persönlich keinen und werde auch nie einen sehen, nehme ich jetzt mal an, Irrtum vorbehalten. Aber so wie das jetzt natürlich gewünscht ist, die dynamische Rechtsübernahme, sehe ich da drin keine Lösung für die Schweiz und auch in Zukunft keine. Aber das sind sicher Sachen, die wir auch werden machen, das irgendwie auszuspüren, wo ist die Bevölkerung noch bereit, wie viel abzugeben und wo tut es nicht so weh. Weil es ist natürlich auch sehr, sehr eine abstrakte Frage, die einem ja eigentlich im Alltag nicht gross beschäftigt. Das ist dann erst, wenn die entsprechenden Gesetze in Kraft treten, wenn es noch bürokratischer wird, das Ganze, wenn Unternehmer sein fast nicht mehr möglich ist, dann tut es dir weh. Aber vorher, die Frage ist auch sehr, sehr technisch. Darum ja, bin ich gespannt, wie sie das werden machen und ich hoffe nicht, dass das durchkommt. Es ist so, es braucht Simulationen und verständliche Zusammenhänge, wo das Volk dann, wo noch ich will können sagen, aha, jetzt komme ich daraus, was gemeint ist. Und jetzt kann ich mir auch eine Meinung bilden. Einigermaßen persönliche, möglichst nicht beeinflusste Meinung. Und irgendwie muss der Herr Gattiker uns dort an die Hand nehmen. Dort, oder? Luzi, du hast noch... Ja. Absolut richtig. Ja. Und ich habe ein absolutes Vertrauen in die Schweizer Bevölkerung. Wenn man ehrlich ist der Bevölkerung gegenüber und wenn man es verständlich formuliert, wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, dann können wir auch richtig entscheiden. Ich habe noch erlebt, Lastwagenbreite. Die Schweizer Bevölkerung hat doch sofort gesagt, es ist kein Problem, wenn wir die Breite der Lastwagen den europäischen Vorschriften anpassen. Wer ist denn dort dagegen? Aber wenn es darauf rausläuft, dass sie drinnen verpacken wollen, hey, es gibt Automatismen, dass wir noch nicht wissen, wie denn das Schlussresultat aussieht. Das ist auch die Aufgabe der Ems. Dort müssen wir oft hinterbei und sagen, kommt überhaupt nicht in die Tüte. Genau, in die Tüte oder die Katze im Sack, oder wie man sagen gell? Ja. Hört, Stefanie Luzi, sehr, sehr interessant, sehr kurzweilig. Wir sind gespannt, wie schnell der Verein ESIP das schafft, dass er an die Öffentlichkeit rettet. Ich hoffe, ich spüre sehr viel Rückenwind nachher. Und dass ihr, uns Anliegen ist klar, da muss man nicht extrem viel erklären, oder? Und der Herr Gattiker, der wird es wahrscheinlich etwas schwieriger haben, aber man traut ihm viel zu, dass es wird schaffen. Und wenn halt das früher noch nicht gemacht ist worden, dann macht man es halt jetzt. Man lässt mal ein bisschen ins Volk rein. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Liebes Publikum, ich wünsche euch ganz, ganz eine besinnliche Weihnachtszeit, dass wir vielleicht mal ein bisschen die Medien und auch den Wortwechsel und alles andere auch einfach ein bisschen den Stecker ziehen und uns vielleicht ein bisschen zurückziehen. Der nächste Wortwechsel wird am Donnerstag, 13. Januar. Am Donnerstag, 13. Januar haben wir den ersten Wortwechsel von 2022. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und wenn ihr es nicht schafft auf die genau richtige Zeit, dann könnt ihr immer die Aufzeichnung schauen vom Wortwechsel, auch von dem hier, wo wir jetzt gerade hatten. Da wird die Aufzeichnung wie sonst immer am nächsten Morgen spätestens wird sie auf der Website auns.ch zu sehen sein. Dann, merci vielmal, Luzi, hast du dich spontan noch einklicken? Das war schön, war interessant. Stefanie, Luzi, wünsche euch schöne, gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Danke, und einen guten Rutsch. Ja.